Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essence 4 mit unserer Solar System Legacy Challenge. Jetzt bin ich aus der Leertaste gekommen. Wundert euch bitte nicht, warum ich so viel. Ah, genau, jetzt habe ich das gelesen. Wir müssen das gleich machen. Warum ich so viel Geld habe. Ich habe jetzt den gesamten Inhalt von meinem Inventar aus Haushaltsinventar verkauft, weil Johnny ist ja bei uns eingezogen. Und als Johnny bei uns eingezogen ist, hat er natürlich sein ganzes Haushaltsinventar mitgenommen. Und das lag dann halt bei uns im Haushaltsinventar. Und das habe ich jetzt verkauft und da kam ordentlich Geld raus. Ich habe zwar nicht geguckt, wie viel insgesamt, aber es war einiges. Okay, wir müssen ein Bestrebenziel erfüllen, auf Level 4 oder höher ein Gericht zubereiten und einen Ableger einer Pflanze nehmen. Das sollten wir eigentlich alles hinkriegen. Das machen wir nach und nach. Aber ich hätte voll Lust auf ein Tier. Ich habe jetzt lang rum überlegt. Also ich will es ja so machen, dass wir jetzt noch ein bisschen Geld sparen, wenn das neue Pack kommt, das übrigens, glaube ich, richtig, richtig cool werden wird. Ich freue mich so sehr darauf. Es kam ja jetzt so vor ein paar Tagen der Gameplay-Trailer raus und es sieht so gut aus. Ich habe wirklich Hoffnung, dass das ein richtig gutes Pack wird. Ich hoffe nur, dass es nicht so verbuggt ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich da wirklich sehr, sehr optimistisch, dass das ein schönes Pack wird. Und ja, weißt du was, Leona, werde ich hier noch ein bisschen labere. Geh mal den Himmel beobachten. Ich habe hier mal so ein Dings noch gekauft, damit wir ihre Logikfähigkeit ein bisschen pushen. Genau, ich hatte ja überlegt, dass ich sie hier nach drüben ziehen lasse, aber mit dem neuen Pack und da ich auch mit dem neuen Pack gerne spielen will und dass sich das auch eigentlich anbietet, weil es gibt keine Regeln, die das verbieten oder uns irgendwie, ja, dass es nicht passen würde mit dieser Generation. Ziehen wir denn in die neue Welt? Wir ziehen in irgendeins der neuen Gebäude. Man hat ja schon so einen Screenshot von der Welt gesehen. Das sah eigentlich auch ziemlich gut aus. Ich freue mich darauf. Wir werden das auf jeden Fall machen. Und ja, oh, sie spiked da wirklich direkt bei den Leuten da drüben rein. Das ist ja witzig. Naja, genau. Wir ziehen dann also in die neue Welt, wenn das neue Pack 1000 ist. Vorher werden wir noch heiraten. Das habe ich mir so als Ziel gesetzt. Und genau, das ist dann so das, was ansteht. Und ja, dann kommen dann auch Kinder. Also sobald wir in der neuen Welt, im neuen Haus leben, werden wir dann auch Kinder kriegen. Leona, ich habe den passenden Job für dich in der Schauspielbranche. Nee, du. Mm-mm. Wir bleiben jetzt noch in der Romantikbranche und sobald das neue Pack kommt, werden wir dann in die Schnitterkarriere gehen mit Leona. Ist zwar dann ein komplett anderes Pflaster, aber ich habe schon Lust, die Karriere anzuspielen und das bietet sich halt jetzt gerade an, weil wir haben mit der hier keine Karriereanforderung, glaube ich. Ich musste mal nachgucken. Ich glaube, wir hatten keine Karriereanforderung. Ja. Nein, ich glaube nicht, weil sonst wäre ich nicht in die Romantiker-Karriere gegangen. Die war ja neu draußen. Ja. Also, das mache ich auf jeden Fall. Wir müssen Charisma Level 6 erreichen, um ein Bestrebensziel zu erfüllen. Und wir müssen. Wie hoch ist sie mit Kochen? Kochen Level 4, das passt. Dann können wir sogar dann ein Gericht kochen. Das ist eigentlich echt ganz praktisch. Aber sie macht das hier wirklich gut. Ja, also ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr. Aber was ich jetzt eigentlich machen wollte. Warte, was? Meteorit? Leona fürchtet sich. Kannst du bitte reingehen? Geh mal rein. Nein, geh mal rein. Nicht, wenn ich das so stirbst. Okay, nochmal was. Leona hat soeben bemerkt, dass ein Meteor direkt auf sie zufliegt. Sie sollte Schutz suchen und zwar schnell. Ja, bitte. Leona fürchtet sich vor dem, was im Dunkeln lauert. Ja, das würde ich auch sagen, wenn ein Meteorit direkt auf mich zugeflogen kommt. Geh rein, Leona. Wackeln bitte hinter und geh rein. Es bringt nichts, wenn du jetzt stirbst. Es bringt wirklich gar nichts, wenn du jetzt stirbst. Du kannst was kochen gehen, das sollst du eh tun. Verdorbenes Essen aussortieren und dann kochen. Ich wollte jetzt eigentlich einen Hund adoptieren. Und jetzt nicht Angst haben, dass mein Mainsim stirbt. Was können wir denn essen? Es gibt so viele gute Sachen. Oh, ich muss auch mal mehr Essen ausprobieren im Real Life. Ich koche irgendwie nur das gleiche Zeug. Matzknödelsuppe, das klingt irgendwie ganz, ganz fancy, das probieren wir einfach mal aus. Ja, aber ich freue mich wirklich, ich freue mich auf das neue Pack, wir adoptieren heute noch irgendein Tier oder wir schauen zumindest mal, ob es ein gutes Tier gibt, das wir adoptieren können. Ah, guck mal, hier ist sogar auch ein Promi unterwegs, ja, unser guter Vanessa Young, unser guter Johnny ist gerade übrigens auf Arbeit. Jetzt ist sie natürlich ganz aufgeschreckt. Ehrfurcht durch den Kosmos, ja, es tut mir leid, ich wollte jetzt auch nicht, dass dich ein Meteorit trifft oder so. Das war wirklich nicht der Plan. Ich glaube, zu der Familie passt am besten ein Hund. Wir werden versuchen, einen Hund zu adoptieren. Ich hätte Lust mal wieder auf ein Haustier. Und ich glaube, das bringt auch ein bisschen Schwung mit in die Familie. Ich glaube, das kann ganz cool werden.
Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder wir kriegen müssen mit der Generation. Ich habe das gerade gar nicht so in den Shop, in dem Kopf. Es steht, glaube ich, sogar eine Infobox drin. Aber ich glaube, so 2, 3 Kinder müssen wir auf jeden Fall kriegen. Ja, aber so viele Folgen sind es ja gar nicht bis zum neuen Pack. Also das kommt ja am 31. raus. Ich denke, da werde ich es auch direkt spielen. Mal gucken. Ich freue mich drauf. Und davor werden wir auf jeden Fall heiraten. Und Dinge tun. Und also nicht Dinge tun, aber wir werden heiraten. Und also Leona und Johnny werden heiraten. Nicht ich werde heiraten, aber ja. Schrecksucher Grundstückshaber wartet auf sein Grundstück anwenden. Okay, interessant. Was haben wir freigeschaltet? Ah, guck mal, einiges. Irgend so ein Knochenhasen. Ach so, wenn ich das andrücke. Und wir haben, was ist das hier? Verlorene Wälze der grünen Lady. Okay, interessant. Ah, das müssen wir dann alles mitnehmen ins neue Haus. Das dürfen wir nicht aus Versehen verkaufen oder so. Das wäre sehr, sehr tragisch. Wir haben ja total viele dieser Stimmungsdrinks, die ich gar nicht benutze. Energietrank, Energietrank, Glückstrank, sofortige Hygiene. Oh, das könntest du jetzt trinken. Das ist ja praktisch, weil du musst eh duschen. Und dann müssen wir nicht duschen gehen. Ah, die Suppe sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde mal gucken. Oh Gott, wie konnte man denn nochmal Tiere adoptieren? Das habe ich schon so Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Adoptionsagentur anrufen. Ich weiß jetzt zwar nicht, was Johnny sagt, wenn jetzt Leona sich einfach so random ein Tier adoptiert, aber wir schauen einfach mal. Oh, das ist jetzt kaputt gegangen. Oh, es gibt ja voll die vielen Hundis. Wir haben Chloe. Chloe ist auch ein Welpe. Oh, süß. Wir haben Dioki. Wir haben Doodle. Wir haben Felix. Süß. Wir haben Fifi. Wir haben Gulbi, wir haben Kona, wir haben Nina, wir haben Pudeli. Oh, Pudeli. Oh, ich will Pudeli. Wir haben Sadi, wir haben Shashaka und wir haben Sumi. Irgendwie finde ich Chloe süß. Aber Pudeli ist auch echt süß, aber ich will nur einen Hund haben. Ich glaube, wir gehen mal mit Pudeli. Pudeli, spreche ich den Namen überhaupt richtig aus? Pudeli, Pudley, Pudley, vielleicht auch Pudley einfach. Ach, wir nennen ihn einfach anders, Leute, der Name ist mir zu kompliziert. Das wird eh nichts. Geht das mal reparieren schnell. Ich glaube, das macht keinen guten Eindruck bei einem Adoptionsservice, wenn er hier ein Tier vorbeibringt und direkt hier die ersten Sachen kaputt sind. Aber guck mal, der Hund hat einen Garten. Der Hund hat, ja, ein kleines Häuschen, aber er hat einen Garten und wir kaufen ihn auch noch einen Futternapf. Wir versorgen ihn noch gut. Ich muss nur gucken, wo ich das alles hinpacke, weil wir haben jetzt nicht so die größte Wohnung. Aber wir kriegen das schon hin. Oh, bist du ein kleines Baby? Oh, er ist aggressiv. Du gefällst mir. Er knurrt alte Frauen an. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich gar nicht auf die Merkmale geguckt. Guck mal, uns knurrt er nicht an. Uns mag er. Großes Leckerchen geben. Hey, das ist unser Hund. Also unser neuer Hund. Es ist ein süßer Hund. Wir können die Freundschaft anbieten. Möchtest du unser Freund sein? Ja. Okay, wir adoptieren ihn. Streicheln vielleicht nochmal vorher? Einfach so ein bisschen anschnuppern? Okay, wir adoptieren das Tier. Die Adoptionsvermittlung. Ja, wir müssen erstmal gucken, ob das alles passt. Aber ja, sich um ein Tier zu kümmern, bringt eine große Verantwortung mit sich. Das nehmen wir an. Okay, warte mal, wir nennen ihn vielleicht mal anders. Pudeli oder Patle oder wie man diesen Namen ausspricht, das finde ich ein bisschen zu kompliziert. Törtchen, süß. Riesi, Monster, Mango, Magnus, Fred, Kohl, Luke. Ich nenne ihn Luke. Nein, ich nenne nicht Luke. Chili, Bobby, Champ, Strolchi, Winston, Monty, Ori, Oreo. No. Wir haben einen neuen Freund. Ich muss den neuen... Wieso nimmt sie jetzt ein Buch? Die soll gehen. Ich will nicht, dass sie hier ist. Wartet, wir sorgen uns schnell für... Was braucht so ein Hund? Also, so ein Hund braucht auf jeden Fall einen Fressnapf. Wir nehmen auch gleich einen, den man nicht so 10-mal am Tag nachfüllen muss. So ein Hund braucht einen Schlafplatz. Er ist klein. Da reicht so ein kleiner, glaube ich, oder? Ich glaube, er wird kein großer Hund. Wird er ein großer Hund? Ich habe keine Ahnung, ob er ein großer Hund wird. Ich kann das nicht so wirklich einschätzen. Aber jetzt reicht er erstmal so eine kleine Matte hier. Ich meine, wenn nicht, dann müssen wir hier oben irgendwie Platz machen. Ich weiß noch nicht, wo da ein großes Bettchen hin soll. Aber wir kriegen das schon hin. Wir wohnen ja auch nicht mehr so lange hier. Das neue Haus wird ja dann hoffentlich größer, wo wir hinziehen. Das wird auf jeden Fall ganz lustig. Kannst du bitte einfach gehen?
Adoptionsbewertung beenden, ja. Wir haben uns unser Hundi ausgesucht. Unser Hundi ist glücklich. Ah, eine Spielebox braucht er ja noch. Er braucht ja noch eine Spielebox, das kleine Baubau. Wir könnten dann doch eigentlich mit ihnen hier so Hindernisse machen. Wir müssen ganz viel mit ihnen trainieren, mit dem kleinen Baubau. So, du gehst jetzt erstmal kurz auf Toilette. Und dann werden wir direkt uns hier ein bisschen... Oh, hier rumläuft süß. Johnny, du kannst dich auch direkt vorstellen. Johnny sieht... Oh, wir haben richtig viel Geld. Johnny verdient jetzt auch richtig viel. Er ist ja jetzt auch Level 10 geworden. Er hat in der letzten Folge diese riesengroße Beförderung erhalten. Was crazy war. Oh, sei nicht gelangweilt. Das mit dem Hund ist eine gute Sache. Das mit dem Hund ist wirklich eine gute Sache. Oh, wir haben keine Badewanne, um ihn zu baden. Wir könnten mal bitten, das Geschäft zu erledigen. Passt denn unsere... Ja doch, hier kriegen wir eine Badewanne rein, oder? Wartet mal ganz kurz. Ja, bitte, das passt doch. Daran soll es nun wirklich nicht... daran soll es wohl nun wirklich nicht scheitern. In der Badewanne. Oh, er hat einen großen Garten. Er muss nicht mal weit laufen, dann kann er direkt Pipi machen. Oh, er hat ganz fein Pipi gemacht. Findest du es toll hier? Ich glaube, er findet es toll bei uns. Er ist ein vielfraß Schnüffler und er ist stur. Okay. Und er scheint den Regen toll zu finden, oder? Ach, er wackelt jetzt wieder rein. Ja, das ist fein. Also wir haben auf jeden Fall genügend Platz. So, was ich mit Johnny auf jeden Fall versuchen muss zu machen, ist, dass er berühmt bleibt. Deswegen wird er mal was zu seiner Instagram- oder Simstagram-Story hinzufügen. Und er wird sich mal ein soziales Medienprofil erstellen. Ich glaube, das ist in seinem Fall ganz, ganz praktisch, weil er ist ja sowieso... Was macht denn jetzt schon wieder? Aber kein Baby. Techtelmechtel in der Dusche, das könnt ihr gerne machen. Sie sind beide sehr zufrieden. Das wollte ich gar nicht andrücken. Aber das freut mich, dass ihr beide sehr zufrieden in eurer Beziehung seid. Es wäre jetzt nur noch Profil öffnen, verlobt, aber dieses Angespannte muss weggehen. Ich wollte ja eigentlich gerne nochmal mit ihnen zur Eheberatung, nicht zur Eheberatung, zur Partnerberatung gehen. Sie sind doch nicht verheiratet. Und ja, weiß ich nicht. Also es wäre schon mit einer Beziehungsdynamik zu arbeiten. Das könnte sie aber mal danach fragen. Das wäre ja ganz cool, wenn wir das machen würden. Wir müssen mal uns irgendwie mit Linus treffen und ihm sagen, dass wir noch mit ihm befreundet sein wollen, weil sie hat hier noch einen ziemlich großen Romantikbalken mit ihm und das muss ja nicht sein. So, bitten an Beziehungsdynamik zu arbeiten. Kriegen wir das irgendwie hin? Achso, jetzt erstellt er erstmal sein komisches Profil. Wo ist denn unser Baubau? Warte mal, wir können mal das hier ausmachen. Wo ist unser kleiner Baubau? Unser kleiner Baubau ist draußen. Oh, süß. Ja. Ach, er ist ein niedlicher kleiner Baubau. Okay, er hat auf jeden Fall erstmal genug Fresschen. Aber wir könnten noch so eine krasse Mahlzeit machen. Ging das nicht irgendwie? Hausmannkost Futterrezept, genau. Fischkuchen mit Rindfleisch und Fleischknochen. Das machen wir dann mal gleich. Aber wir reden nochmal kurz über unsere Beziehungsdynamik. Oh, es ist ziemlich spät. Wir sollten dann vielleicht doch erstmal... Obwohl, sie ist gar nicht müde. Wieso seid ihr eigentlich nicht so müde? Es ist mitten in der Nacht. Oh, jetzt wollt ihr gar nicht mehr. Warte mal. Wir probieren das doch mal. Hier, bitten an Beziehungsdynamik zu arbeiten. Das kann doch nicht so schwer sein. Nein? Warum nicht, Leute? Kommt schon. Es kann doch nicht so schwer sein. Okay. Ich würde sagen, ihr trotzdem mal ein bisschen schlafen. Und dann versuchen wir einfach nochmal zu dieser Therapie, Paartherapie zu gehen. Beratung, Paartherapie, wie auch immer. Aber das geht immer noch nicht. Ich glaube, das geht nur einmal in der Woche. Und ich glaube, wir waren letzte Woche Sonntag und das sollte jetzt... Leona, schlaf bitte. Das sollte eigentlich funktionieren dann jetzt am Sonntag. Weil ich glaube, wir waren das letzte Mal irgendwann Sonntag. Wir haben direkt eine Schlittschuhbahn vor unserer Haustür. Das ist ja cool. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Die sehe ich jetzt erst. Wir können Schlittschuh fahren gehen. Und wir haben Winter. Oh, ich liebe den Winter. Na dann. Dann haben wir doch heute schon eine gute Beschäftigung. Wir sollten auf jeden Fall unseren Hund ein bisschen streichen. Wir sollten ihn umarmen. Ja, wie er sich auf sein Plätzchen setzt. Er ist ja süß. Ja, dann ist das einfach auf. Wenn der Hund jetzt nicht möchte. Doch, er möchte. Ich hoffe, wir haben ihn jetzt nicht einfach geweckt. Aber ich würde dann schon gerne mal dieses Tierrezept kochen. Hausgemeinsames Futterrezept für Oreo-Kossen und einen Fleischknochen. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Okay. Dann... Level 5 der Kochfähigkeit reicht. Dann gib mal Oreo diesen wundervollen Fleischknochen. Der hat auf jeden Fall genug zu futtern. Oh, du kannst da sogar selber essen. Nein, nein, nein. Ruf mal Oreo zum Essen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Oreo großartig Hunger hat, aber eigentlich eben viel Fraß. Ja, guck mal, er ist ein Vielfraß. Eigentlich, wieso will er das nicht essen? Hast du keinen Hunger, Oreo? Ruf ihn nochmal. Hat er sich aufgehangen? Interagieren mit. Ah nein, jetzt läuft er. Vielleicht hat er einfach keinen Hunger. Ah, ich bin davon ausgegangen, dass Vielfräße immer futtern. Können wir irgendwas für unsere Pflanzen tun? Ja, guck mal, du kannst ja mal alles verkaufen gehen.
Oh, jetzt hoppelt er doch ganz süß durch die Gegend. Wie lange hält denn sich der Spaß? 9 Stunden. Du isst bestimmt innerhalb von 9. Oh, er sagt uns, dass jemand an der Tür ist. Eloy ist da. So, dann würde ich sagen, kannst du einfach mal ein bisschen fahren gehen? Oder? Machen jetzt was anderes. Okay, du willst mit Johnny plaudern, dann plauder erst nochmal mit Johnny. Ihr könnt eigentlich auch zusammen fahren gehen. Aber jetzt möchte er erstmal. Okay, dann schlaf halt dort, Oreo. Aber es ist kalt. Du könntest auch einfach ganz entspannt drinnen schlafen. Aber gut, dann leg dich halt dahin. Wow, mit uns fährt hier sogar ein Promi. Und zwar die gute Judith Ward. Ja, wir waren halt noch nie Schlittschuh fahren. Und deswegen. Oh, guck mal, sie macht hier schon ganz coole Stunts. Und Johnny und Leona sind gerade hier zum ersten Mal auf dem Eis. Und das merkt man auch. Ich finde es lustig, wie sie nur auf der Stelle läuft und nicht vorankommt. Ich weiß nicht, ob das so soll oder ob das ein Bug ist. Ich habe keine Ahnung. Ah, das ist doch eine lustige Beschäftigung, oder? Ich fand es voll cool. In Sims 3 konnte man sich ja so zusammen dann drehen und so richtig schön tanzen. Ich weiß gar nicht, ob das in Sims 4 auch geht. So genau habe ich mir das nie angeguckt. Ich frage mich wirklich, komm nächste Woche wieder vorbei. Ja, wie lange soll ich denn noch warten auf eine neue Beratung? Ah, guck mal, Oreo schnuppert hier fleißig. Solange du nichts kaputt machst, Oreolein. Ich glaube, die meisten Pflanzen sind jetzt auch inaktiv im Winter. Das heißt, wir können hiermit eh nichts mehr machen. Ich hoffe, Oreo frisst sein Fleischknochen. Irgendwann zumindest. So, wie sieht's bei euch aus? Der Trauerbär? Der Ringbär meine ich, aber ich hab dir, ich hab, wieso bist du so. Ich hab dir doch geholfen. Ich dachte, wir haben dich geheilt mit deinen Ringbären. Wir haben das doch alles rausgefischt. Ich kann auch gar nicht mit dir interagieren. Ich kann nicht mit den Ringbären interagieren. Okay, der Ringbär ist anscheinend verbuggt oder so, I don't know. Aber der macht eine sehr gute Figur auf Nice. Wie viel besser als wir? Was macht unser kleiner Wauwau? Unser kleiner Wauwau fällt den Kühlschrank an. Beziehungsweise ist voll begeistert vom Kühlschrank. Ach, er ist schon süß. Da haben wir ein gutes Tier geholt. Ah, Vielfraß. Frisst du jetzt dein Fleisch? Nein, das frisst er das. Ach, Mausi-Bausi, du solltest doch dein Fleischknochen essen. Wir probieren es noch mit den Rufen. Jetzt frisst er das andere Futter. Vielleicht frisst er es ja noch, wenn nicht, dann müssen wir es halt in den Kühlschrank stellen. Nee, okay. Vielleicht können ja nur große Tiere den Fleischknochen essen und Welpen nicht, aber das wird irgendwie keinen Sinn machen. So, also ansonsten würde ich jetzt sagen, dass ihr einfach mal so ein bisschen erzählt. Ich weiß gar nicht, wie ich mit Lona um 4 Stufen steigen soll. Das ist richtig viel. Was hat denn Johnny ansonsten für ein Bestreben? Mit 5 Sims rumalbern, das geht noch. Setz mal hin, ihr plaudert jetzt einfach mal so ein bisschen. So, und zwar tratschen, tratschen. Einfach so ein bisschen Quatsch. Aber vielleicht geht es ja wirklich am schnellsten, wenn ich einfach mit ihr vom Spiegel rede. Ich weiß halt nicht, was schneller geht. Oh, unser Vauwau muss mal auf Toilette. Oh, er ist stur. Ah, trotzdem draußen. Können wir ihn dafür nicht loben? Können ihn dafür loben gehen, oder? Wir können ihn dafür loben. Tierpflege? Konnte man Tiere nicht für gute Sachen loben? Loben, hier. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob er das mit dem Pipi in Verbindung bringt, aber wir können ihn loben. Aber ich weiß halt auch noch nicht, wie gut das mit der Erziehung und den Welpen gehen kann. Auch sein, dass das dann erst wirklich ab dem Erwachsenenalter gut funktioniert. Und es dann halt eher so lala ist. Okay, du gehst mal bitte reden üben vorm Spiegel. Vielleicht geht das ja da ein bisschen schneller. Wir müssen halt auch eigentlich gucken, dass sie die Schreibfähigkeit mal früher oder später anfängt. Aber ich würde sagen, das machen wir dann, sobald sie in den neuen Job arbeitet. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Okay, herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung. Dankeschön. Ich habe jetzt gerade nicht Günther Munch. Danke, danke, danke. Oh, er hat sogar gepupt. Hast ja wirklich ganz fein dein Geschäft gemacht. Und das dann auch so fein vor der Haustür. Hey Leona, kann ich bei eurer Gruppe die Gang mitmachen? Nee. Ich glaube, da wollten wir noch eine Mädchengruppe haben. Deswegen passt das irgendwie nicht so ganz. Aber das wäre ansonsten eine Idee. Johnny war in letzter Zeit richtig fröhlich. Alles läuft gut. Ja, er kann gern fröhlicher Sim sein. Persönlichkeit erforscht. Johnny hat das neue Persönlichkeitsmerkmal fröhlich entdeckt. Über dieses neue Merkmal fährst du im Abschnitt Merkmale der Simologie. Oh, jetzt ist der draußen. Wir müssen vielleicht mehr mit ihm interagieren. Können wir irgendwie mit ihm spielen? Ich glaube, er kann auch voll viel erst machen, wenn er groß ist. Ich glaube, als Welpe ist er noch so ein bisschen. Ja. Aber er kaut schon und leckt den Ball ab. Das ist doch ganz gut. Das sieht doch ganz gut aus soweit. Sehr schön. Leon hat Level 5 der Charisma-Fähigkeit. Das reicht jetzt auch erstmal, würde ich sagen. Du kannst duschen gehen. Leona kann jetzt soziales Netzwerk am Computer nutzen. Außerdem kann sie an einen Spiegel das Geschichtenerzählen üben und sich einen anderen zum Kokett vorstellen. Das klingt doch schon mal ziemlich gut. Und.
Oh. Oh nein, böses Vauvau. Oh, hier hat er irgendwas gefunden, glaube ich. Das geht nicht, dass du das umschüttest. Kann ich sagen, das war böse? Überspielen im Müll belehren. Doch, man kann sie erziehen. Okay. Können wir die nicht wieder hinstellen? Kann Johnny die hinstellen? Wieso kann man diese Mülltonne nicht wieder hinstellen? Jetzt so, steht sie wieder. Okay. Normalerweise kann man die Dinger doch einfach wieder aufheben. Dann würde ich sagen, es ist jetzt Zeit fürs Bettchen. Jona wird morgen auch befördert. Das ist auch gut. Noch irgendwas, was ich tun kann? Nein, ich würde sagen, ihr geht dann. Ihr geht dann. Wisst ihr was? Wie wäre es nochmal mit Technik-Mächte? Ich meine, ihr müsst eh noch ein bisschen in eurer Beziehung arbeiten, obwohl die mittlerweile eigentlich wirklich wieder gut ist. Aber ich hoffe, dass sie irgendwann bereit sind, in ihrer Beziehungsdynamik zu arbeiten, weil das ist irgendwie noch nicht ganz so gut, dass die das nicht machen wollen irgendwie. Okay, Johnny hat Level 3 der Romantikfähigkeit erreicht. Also er findet wirklich den Kühlschrank richtig cool. Bitte schlafen gehen, danke. Ich finde es voll cool, dass wir eine Schlittschuhbahn direkt neben unserem Haus haben. Das ist richtig cool. Ja gut, ich habe mich halt nicht um den Streichattacker gekümmert, deswegen war der halt grauenhaft. Das passiert halt. Und du stinkst. Ich dachte, wir haben dich geheilt und jetzt bist du wieder so. Jetzt kommen wir wieder nach Bärenkostüm. Aber wir haben ihn doch geheilt. Wir haben sogar den Ring im Inventar. Oh, sie hat richtig Hunger. Ja, wir haben ja sogar den Ring. Das ist voll cool, wenn man dann Erbstücke machen kann. Ab dem neuen Pack können wir ja auch immer diesen Ring einfach so als Erbstück weitervererben. Über die gesamten Generationen. Dass es immer an den Erben halt diesen Ring bekommt. Das ist, glaube ich, ganz cool. Wir wurden befördert und Leona, du arbeitest von zu Hause aus. Leona ist Beförderungstherapeutin für emotionale Gesundheit. Leona befördert uns jetzt Therapeutin für emotionale Gesundheit. Sie verdient jetzt 16 Minuten mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 18 Minuten pro Stunde ergibt. Sie hat zudem folgenden Bonus erhalten. Dekorative Auszeichnung Beziehungstherapie. Okay, und 945 Simoleons. Ihre nächste Schicht beginnt am Montag um 9 Uhr. Das hört sich doch gut an. Welches Level sind denn wir jetzt eigentlich? Level 5. Ja, das hört sich gut an eigentlich, was sie jetzt bis so erreicht hat. Oh mein Gott, wir können zur Therapie gehen. Beratung, nicht Therapie. Wie auch immer. Johnny, steh auf. Und das Waschbecken ist eklig. Danke. Tschüss, tschüss. Wir fixen jetzt noch die Beziehung. Fangen wir mit dir an, Leona. Schließe die Augen, siehe in dich hinein. Welche Gefühle kannst du deinen Körper spüren? Sie fühlt sich selbstsicher. Es ist schön, dass es dir gut geht. Lass dieses Gefühl über dich fließen wie Sirup über Pancakes. Der süße Teig eurer Beziehung saugt die klebrige Positivität auf und verspricht Jahre voller köstlicher Freude. Wie geht es dir, Johnny? Johnny ist glücklich, aber sowas von. Schön, dass du in guter Stimmung bist. Eine gute Stimmung ist toll, aber was wir tun müssen, Johnny, ist, nach vorne zu blicken. Ziele, Ziele, Johnny. Wenn du dir Ziele jetzt setzt, achte darauf, dass sie direkt optimistisch organisiert und furchtlos sind. Wenn du meiner vierstufigen Zielanleitung folgst und mir weitergeben gibst, wirst du auf jeden Fall Erfolg haben. Widmen wir uns einmal den Kern eurer Probleme. Was genau bereitet dir in deiner Beziehung Kopfzerbrechen? Beziehungsdynamik. Ihr seid also unzufrieden mit eurer Beziehungsdynamik. Daran lässt sich arbeiten. Ich habe unsere Beziehungsdynamik satt. Ich möchte etwas Bedeutsames schaffen, aber Johnny hält mich zurück. Probleme von der Seele reden. Ich erkenne, dass ihr beide unter einem erheblichen Kontrollverlust leidet. Wir kommen nicht weiter, bis ihr nicht gelernt habt, euch selbst zu kontrollieren. Vielleicht hätten wir einen Rat fragen sollen. Diese Therapiesitzung lief nicht wie erhofft. Ihr zwei müsst dringend an euch arbeiten. Ich würde vorschlagen, dass wir uns für erste einmal die Woche sehen. Gut, ich bin diese Woche schon völlig ausgebucht, aber wendet euch an. Aber... Ach. Ich dachte, die Beziehungsdynamik wird besser. Oh, er ist richtig wütend. Therapie ist Abzocke, weil zu der Bereit. Ah, das lief jetzt nicht so gut. Ja, wir hätten das ja auch einfach selber planen können, aber ihr wolltet ja nicht. Ihr hattet ja keine Lust, mit mir zu reden. Können wir so ein bisschen flirten? Wir sollten vielleicht reingehen. Wir haben Rechnung bekommen. 865 Millionen. Oh boy, aber er ist schon wieder besser drauf. Okay, wisst ihr was? Sitzen. Das sollten wir vielleicht vor der Ehe irgendwie hinkriegen, die Beziehungsdynamik. Ich weiß ja nicht. Irgendwie, boy. Schwerer Groll. Leona geben Johnny enttäuscht von Therapie. Enttäuscht von Therapie. Oh. Verletzt. Oh nein, sie hat jetzt nur noch schlechte Gefühle. Leona erhegt einen zutiefsten Groll gegen Johnny. Es ist schwer, die Vergangenheit zu vergessen oder zu vergeben. Was? Oh nein. Ah, ich mache die Beziehung wahrscheinlich wirklich noch putt. Aber ich hätte eigentlich wirklich nicht, dass die sich irgendwie... Ich will eigentlich die Beziehung wirklich haben zwischen den beiden.
Er kann sich ja mal entschuldigen gehen. Was, es gibt eine Entschuldigung im Bett? Habe ich das gerade richtig gesehen? Achso, gut, er hat sich jetzt schon entschuldigt, deswegen funktioniert das wahrscheinlich nicht mehr. Über gesunde Beziehungen reden. Oh, unser Wauzi muss wieder auf Toilette. Leona hat gerade Erfahrung mit einer positiven und belastbaren romantischen Einstellung gemacht. Mit genügend Erfahrung dieser Art können Sims das Merkmal romantisches Vorbild entwickeln. Da sie schon die prägenden Jahre ihrer Jugend hinter sich hat, wird es etwas schwieriger werden, dieses Merkmal zu entwickeln, wenn Leona mehr über gesunde Romantik lernt. Zum Beispiel über die Recherche am Computer oder im Gespräch mit einem Sim in gesunder Beziehung kann sie ihr Verständnis zur Beziehung Romantik verbessern und damit das Merkmal entwickelt werden. Okay, das hört sich gut an. Ja, mal gucken. Ich glaube, das ist eigentlich voll schade, weil ich habe eigentlich schon Lust mit den beiden. Sie müssen an ihrer Beziehung arbeiten, das ist immer so. Und das ist ja auch okay. Man muss ja nicht, nur wenn es gerade mal nicht so läuft, gleich alles wegwerfen. Sie können ja wirklich versuchen, einfach so ein bisschen zu arbeiten und zu schauen, dass das was wird. Wo kann man denn hier recherchieren? Recherchieren? Ja, keine Ahnung. Aber das kriegen wir schon hin. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt heute erstmal Schluss. Wir haben einen super süßen Hund. Und das mit der Beziehung und den beiden kriegen wir schon irgendwie irgendwann mal wieder geregelt. Hoffe ich doch. Keine Ahnung. Das wird schon. Also ich bin da ganz optimistisch, dass die beiden das irgendwie hinkriegen. Und die sind ja an sich auch ein süßes Pärchen. Die finden sich ja super anziehend. Und an sich sind sie ja auch zufrieden. Seid ihr noch zufrieden? Ja, guck mal, sie sind sehr zufrieden. Guck mal, sie hat jetzt auch noch einen schweren, schwellenden Groll. Das andere ist schon weg und das kriegen wir bestimmt auch noch weg. Und ja, das wird schon alles noch. Ja, okay, gut. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer neuen Folge wieder. Habt jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.